Ah, blaue Tränke kommen gut an. Das heißt, Logistik-Robotergeschwindigkeit ist gleich erforscht. Das dritte. Das heißt, die Roboter müssten dann noch schneller hin und her wuseln. Das ist gut. So, ihr. Du kriegst weniger Stromverbrauch. Und mehr Stromverbrauch? Nee. Energy Consumption plus 40, Energy Consumption plus 50. Nee, jetzt momentan erstmal nicht so. Ich nehme die hier auch wieder raus. Ich würde gerne ein bisschen mit dem Strom hinbekommen. Wir können das nachträglich immer noch ändern. So. Du kriegst auch was Grünes. So, was steht da? Energy Consumption 126 Kilowatt. Die hier 180 Kilowatt. Alles garstig. Ah. Ja gut, also die werden jetzt nach und nach erstmal ersetzt. Also die Chips. Module, richtig. Die alten einfach rauskommen, das müsste schon mal sehr viel bringen. Weil 30% oder 40% mehr bei einem Ding, das schon recht viel produziert, ne, ist dementsprechend viel, viel mehr. Also, wir können erforschen. Shotgun Shell Damage. 200 jeweils. Das ist jetzt schon eigentlich eine Menge. Das reicht mir. Efficiency Modul. Braucht blaue Chips. Logistik brauchen wir nicht. Ich brauche keine Slots. Mehr Cargo Size. Hm. 300. Ist eine Menge, wird aber recht viel bringen. Und es gibt nochmal mehr. Also das ist Hammer. Okay, Research. Ich will Roboter, die mehr tragen können. Sind Chips fertig? Da ist schon einer drin. Da ist einer drin. Leer, 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 leer. Okay. Wir sind runter auf 2,2. Sehr schön. Okay, also Strom. Wir haben es Tag wieder. Die Solarzellen produzieren momentan die Hälfte von den Steam Engines. Also effektiv nur ein Viertel, weil sie halt nachts nicht arbeiten. Wobei ich nicht weiß, ob die Nacht genauso lang ist wie der Tag. Glaube ich eher nicht. Und ja, die Akkus füllen sich. Aber ich denke nicht, dass sie sich schnell genug füllen, dass sie bis zur Nacht voll sind. Das heißt, wir brauchen mehr Solarzellen. Und ich, liebe Freunde, brauche mehr grüne Chips. Machen wir daraus mal 200. Was macht unsere Chipproduktion? Geht so. Eisen. Wir schaffen es nicht, die Kiste aber auf 500 zu halten. Also haben wir nicht genug. Sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Wie schaut es beim Stahl aus? Oh, du bist eine Aktiv-Provider-Chest. Nein. Nein. Passiv-Provider-Chest. Jetzt haben wir bestimmt zigtausend Sachen im System, die wir gar nicht brauchen. Wir hatten ein Plastikproblem, ha? Huh? Na, kacke. Draht und Kohle und Batterien. Da ist mein Stahl. Ach, Jungs. Ihr nehmt euch das aber auch wieder raus, oder? Also, wenn ihr das braucht. Ja, die haben sich gerade Plastik geschnappt. Was? Achso, sie haben sich von da Plastik geschnappt. Ich nehme mal alles, was ich tragen kann. Bring das händisch dahin. Oh, hätte ich gar nicht gebraucht, fällt mir gerade auf. Das ist trotzdem sehr komisch. Ja, es hängt jetzt echt an den grünen Dingern und die grünen brauchen einfach nur mehr Eisen. Ja. Wobei, das muss sich irgendwann regulieren. Irgendwann haben wir doch genug Fließbänder und wir haben genug Ärmchen. Die brauchen alle kein Eisen mehr. Und dann brauchen wir das Eisen wirklich nur noch für Stahl? Wobei Stahl ziemlich viel Eisen schluckt. Unser zwei Requester-Chests. Wir könnten einfach noch eine Requester-Chest hier hinbauen. Ah,
Und das war auch ein Kommentar, über den ich recht dankbar bin. Hier steht Limit the Inventory Part. Das heißt, ich kann sagen, hier darf nur so und so viel von dem rein. Das heißt, wir könnten aktiv sagen, dass wir davon nicht mehr haben wollen. Zum Beispiel Stahl. Ich sag jetzt, alles dicht. Es darf nur ein Slot befüllen. Das heißt, Stahl wird hergestellt, bis der Slot hier voll ist. Und wenn der Slot hier voll ist, werden sich die Eisenplatten auf dem Fließband stauen. Dann wird sich dieses Eisen hier drin stauen bis zu 100. Und dann wird das System kein Eisen mehr nehmen. Ich hatte vor ein paar Folgen angemerkt, dass das genauso auch passieren wird. Nur dass es wesentlich länger dauert, weil er halt erstmal alle Slots voll machen will. Mit dem roten X ist dem nicht mehr so. Also vielen, vielen Dank für den Hinweis. Das können wir bestimmt woanders auch noch nutzen. Kupferdraht. Brauchen wir Kupferplatten für noch was anderes? Für nicht so viel. Also wir sollten es nur machen bei Systemen, wo es auch sinnvoll ist. Hier zum Beispiel. Also eigentlich... so. Das heißt, du machst bitte nur voll... Warum arbeitest du jetzt nicht? Und keinen Chips hast, okay. Also ja, du arbeitest bitte nur so lange, bis das da voll ist. Das heißt, jetzt arbeitet er gar nicht mehr. Das heißt, er wird die nicht mehr aufnehmen. Weil das da für ihn voll ist, die Kiste. Sehr gut. Also auch hier werden keine Eisenplatten mehr verbraucht. Du verbrauchst eh keine Eisenplatten. Du bist eh voll. Wir deklarieren dich mal jetzt so, dass du auch nur einen Slot hast. Kuh. So. Ich muss Zeug loswerden. Inserter. Inserter sollten... hier nicht hin, dahin. Du, bitteschön, ganz viele Inserter. Du bekommst grüne Chips, du nimmst Eisenplatten, Ärmchen? Haben wir eine Überproduktion von Ärmchen? Von den grünen? Nö, nicht wirklich. Also wir haben hier genug, aber das staut sich ja automatisch. Das heißt, dann staut es sich hier und dann werden keine mehr hergestellt. Das wäre also eigentlich okay. Du produzierst etwas, das automatisch abtransportiert wird, also können wir hier nichts einstellen. Hier genauso. Na, ich glaube, das meiste haben wir schon. Also die Dinger könnten wir einstellen. Dass sie bitte nur produzieren bis da. Nur produzieren bis da. Aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht so wirklich, was das bringen soll. Wir hätten dann 800 Kupferdraht auf Vorrat, wenn alle Maschinen befüllt sind. Das heißt, irgendwann würden die einfach aufhören zu arbeiten, nämlich jetzt. Oh, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt. Die Maschinen arbeiten nicht, also dürften sie keinen Strom verbrauchen. Da steht Energy Consumption 32. Da steht 225. Raus da. Ist dem echt so? Egal, ob die Maschine arbeitet oder nicht, sie verbraucht Strom? Das finde ich ehrlich gesagt nicht so cool. Das müsst ihr mir mal genauer angucken. Andermal. So, oh, dich. Dich würde ich gerne beschränken. Mehr brauchen wir gar nicht. Und das hier können wir alles wegbauen. Und aufsammeln. Und was ist das hier für ein Ding schon wieder? Du führst nirgendwo hin. Du führst einfach nur weg. Von irgendwo nach irgendwo. Du kannst weg. Also du führst es da außenrum. Nö, du sollst gar nicht außenrum. Du kannst dich ruhig da stauen. Du kommst weg. Das Ding hier macht Eisenplatten. Und befüllt das eine Ding da. Okay, Roboter. 160 Roboter haben nichts zu tun. Das klingt doch nach Aufgabenverteilung. Ich hau jetzt an die Schmieden hier. Testweise. Obwohl, die sind durchgehend im Einsatz. Das ist ein... sagt der Strom. Oh, Akku ist voll.
Und wir produzieren viel zu viel Strom. Das ist so krank mit unserem System. Wir haben eine Auslastung von 10% gerade. Aber ja. Also, Akku ist definitiv voll. Wir können also ruhig weiter Akkus bauen. So. Das heißt, es kommt in greifbare Nähe, dass es die Nacht übersteht. Das ist schon mal sehr gut. Und sobald das der Fall ist. Nee, nicht du. Raus. Raus. Also mit Steuerung ging das auch. Aber packt mal gleich zwei rein, das ist nicht doof. So, ein Grün, ein Grün, ein Grün, ein Grün. Ich wurde gerade mit irgendwas befüllt. Ein Grün, ein Grün. Sobald es im Stromnetzwerk kein Problem mehr ist, brauchen wir mehr Schmelzöfen. Hätte ich echt nicht gedacht, aber ist wohl so. Kupfer. Eventuell könnten wir zwei, drei davon noch auf Eisen umstellen. Und den kriegt jeder Schmelzöfen Requester Chest hinter sich. Und er wird ernsthaft Erz angeliefert. Und dann dürften unsere Roboter immer was zu tun haben. So, du bist grün, du bist grün, du bist grün. Du noch nicht. Grün. Aber die arbeiten auch fast nie. Trotzdem sehr schön zu beobachten. Ist voll. 900 MJ. Schöne Sache. Okay, blaue Tränke sehe ich auch wieder regelmäßig eintrudeln. Das läuft alles super. Das heißt, wir bauen mehr Akkus auf. Dann sollte ich mich eigentlich um das Schweröl kümmern. Aber ich weiß nicht, das Gewusel ist teilweise echt nervig. Na gut, du weg. So mittig. Au. Und die da können zerstört werden eigentlich. Braucht die da. Lang lebe das Muster. Da. Da. So, der Wald oben ist weg, ne? Ich sehe keine blinkenden gelben Dinger mehr. Das ist sehr schön. Wenn ich jetzt hier einen Deconstruction-Befehl verteile. Ah, nimmt er auch unsere Sachen mit. Muss man also vorsichtig sein. So, das hier kann allerdings alles weg. Jo, nimm unseren Wald auseinander. Wir kriegen dafür ganz viel Holz. Da muss man noch was einfallen lassen, mit dem Holz anstellen, aber das ist wirklich ein Erste-Welt-Problem. Wir haben zu viel Holz. Was machen wir draus? Klopapier. Da. Zack, 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 zack. Und ich muss irgendwie an die drei Muscheln gerade denken. Ich weiß auch nicht warum. Da, 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 da. Da, da. Da, füll dich. Wir nähern uns den 1000 Megajoule. Um nicht zu sagen, ein Gigajoule. Goodie. Sehr, sehr gut. Aber jetzt kommt die Nacht. Gucken wir mal, wie lange das hält. Das schwankt tierisch. Was schwankt da so? So sind die Akkus. Was ist blau? Sind die Roboports. Ich stelle das mal ein bisschen größer. Wow. Was ist da passiert? Die Roboports brauchen gerade sehr viel. Hä? Nee. Achso, es sind die Steam Engines, die gerade mehr produzieren. Warum produzieren die mehr? Achso, die haben nicht gearbeitet, weil sie nicht gebraucht wurden. Okay, orange geht stetig runter. Ja, das sind die Solarzellen. Die Akkus sind grün. Die müssten jetzt eigentlich immer höher gehen, genau. Kraxeln hoch, kraxeln hoch. Gehen runter. Die Akkus halten, verdammt. 972, 970. Das geht ganz schön langsam runter. Wenn ich das hochrechne, wenn unser Stromverbrauch so bleibt, halten die Akkus die Nacht durch. Definitiv. 960, 959, das ist voll langsam, wie es runtergeht. Das hat echt tierisch was gebracht, die grünen Chips, grünen Module hier einzubauen. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, Stromprobleme sind, ne, langsam so ein ganz bisschen im Griff. Wir bauen trotzdem weiter Akkus, weil ich würde eigentlich ungern überall grüne Module drin haben. Ich hätte gerne überall blaue und rosane Module drin. Also, ne? Ich hätte gern wieder 20 Akkus.
Das sind die Bäume, die abgerissen werden. Okay. Du, 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 du. Die hier sind wieder im Weg. Alles doof. So, wir haben ganz schön viele hier hingesetzt. Fällt mir gerade auf. Können wir das nach oben weiter fortsetzen? Ein bisschen, ja. Hier ist Ende. Oh, es reicht. Da ist wieder Wasser im Weg, aber okay. Da. Da. Hier bitte Bäume zerstören. Bäume zerstören. Obwohl die gar nicht da ankommen werden. Ja, doch. Ist noch im System. Gut. Akkus. Akkus, Akkus, Akkus. Spritz, 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 spritz. Du dahin, du dahin. Du hast Glück gehabt, Rohr. Hätte ich den da nicht hinsetzen können, wärst du weg gewesen. Mittig und nach hinten. Ah, geht auch auf. Sehr schön, sehr schön. Du bist falsch. Klick. Klick. Und wir sind bei 1,1 Gigajoule. Und es hält alles. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also, in den nächsten Folgen werde ich mich nicht drum drücken können. Wir werden hier im Schweröl anfangen müssen. Der Tank ist übrigens immer noch nicht voll. Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Die Dinger sind auch nicht durchgehend am Arbeiten, weil sie kaum noch Öl haben. Aber trotzdem hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erwartet, was dabei rumkommt. Ich meine, wenn man vergleicht, wir haben hier jetzt 3 Tanks gehabt, die fast voll waren. Und das wurde weggelutscht, wenn nichts Gutes. Und hier haben wir nicht mal einen Tank voll bekommen. Na, schon krass. Aber ja, wir produzieren auch wesentlich mehr Gas als Schweröl, also macht das schon Sinn. Aber ich hoffe mal, wir verbrauchen nicht so viel Schweröl. Aber wir hatten 2 wichtige Abnehmer. Das war einmal dieses Gleitmittelzeug. Das hieß nicht Gleitmittel, das hieß anders. Lubricant. Schmiermittel. Genau. Also quasi das gleiche. Schmiermittel. Und was braucht denn noch? Setz mal kurz einfach hier ein Ding hin. Da. Lubricant braucht Heavy Oil und die Chips. Genau, blaue Chips. Oh, und die roten Engines. Okay, also in den nächsten Folgen würde ich wirklich gerne blaue Chips, Engines und Lubricant aufbauen. Also primär erstmal... Oh. Was? Warum wird hier Schweröl mit angegeben? Es braucht nur Schwefelsäure und Chips. Ja, die blauen Chips haben hier gar nichts zu suchen auf der linken Seite. Die blauen Chips kommen mit rechts hin. Die brauchen Schwefelsäure. Okay, also blauen Chips nach rechts. Engines nach links. Und die Engines brauchen das Lubricant. Aber da war doch noch irgendwas. Stopp, 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 stopp. Ich übersehe irgendwo irgendwas. Du brauchst Lubricant, du brauchst nichts, du brauchst kein Lubricant. Alles komisch. Okay, kein Wunder, dass wir so wenig davon brauchen. Also du stellst jetzt bitte hier gleich Lubricant her. Positionier dich noch ein bisschen um. Stellst Lubricant her. Und dahinter kommt dann gleich das andere Ding, das ist die roten Engines. Und wir stellen rechts eine Fabrik hin, unten bei der Schwefelsäure. Hier irgendwo. Oder daneben. Ich glaube, daneben ist gut. Hier so. Da stellen wir eine Fabrik hin für... Oh, eine Fabrik, kein Dingens. Dezenter Unterschied. So. Fabrik für blaue Chips. Und die kriegt dann Schwefelsäure. Von da oben rein. Ja, okay. Also, blaue Chips, Lubricant, Red Engines und dann haben wir auch das Gröbste erstmal. Und dann arbeiten wir weiter dran, das Muster weiter aufzufüllen. Weil es fehlt noch sehr viel an Lasertürmen. Wir haben Schweine, dass wir nicht angegriffen wurden. Aber da wir so verdammt viel bauen in letzter Zeit, ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Vor allem will ich nicht wissen, was hier jetzt schon für Beißer drin sind. Und ich glaube, das hier vorne ist auch neu. Es werden große Würmer oder so sein. Ja, also müssen ein bisschen Piu-Piu gehen demnächst auch. Also, wir haben viel zu tun. Bis gleich.